Hallo liebe Ladies von meinem Outfit of the Day. Heute bin ich mal nicht vor meiner weißen Wand, sondern vor der Wand von meiner Schwester. Ich darf ja keinen Namen nennen. So, was habe ich heute an? Ich habe mich noch gar nicht ausgezogen, weil ich bin jetzt gerade endlich angekommen bei meiner Schwester. Sie macht eine Geschlechter-Baby-Party. Wir wissen noch nicht, was es wird. Ich hoffe, dass es ein Mädchen wird. So, ich hoffe, dass es ein Mädchen wird. Ich bin bereit. Das ist für meinen anderen Neffen. Falls es demnächst doch noch ein Junge wird, kriegt es auch sowas. Das ist, wenn es mal runterfällt, damit es sich den Kopf nicht verletzt. So, zurück zum Outfit of the Day. Ich ziehe mich jetzt aus. So. Dieses schöne, puffige Kleidchen habe ich mir heute gekauft. Extra für den heutigen Tag. Ich möchte ja wissen, ob ich einen Neffen und eine Nichte bekomme. Aber ich bin ja eher für eine Nichte bereit. Ja? So, dieses schöne, puffige Kleidchen. Mit den Overknees-Stiefelchen, weil es ist arschkalt draußen. Und nachher bin ich ja noch auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Da werde ich diese Tasche dazu tragen. Zwar wirklich nur auf die Schnelle. So. Make-up. Kommen Sie mal näher, junger Mann. Das Make-up ist von heute Morgen. Ich hatte gar keine Zeit, mich irgendwie aufzufrischen oder sonst irgendwas zu machen. Ja, Ohrringe passend dazu. So, das ist der Ballon. Wir werden das heute erfahren. Was es wird. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, es wird auf jeden Fall ein Baby. Ja, liebe Ladies, viel Spaß beim Nachstylen, sage ich immer wieder. Das ist mein heutiges Outfit of the Night oder of the Day. Das war es von mir für euch. Wir sind jetzt gespannt und warten darauf, was es wird. Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ich bin für das Mädchen bereit. Tschüss!